Hi und herzlich willkommen bei ADA Fishing. Mein Name ist Paul und heute schauen wir uns die GTS Rollentasche von Sims an. Wir haben euch bereits die Routentaschen vorgestellt. Die Rollentasche ist natürlich die perfekte Ergänzung, auch wie die anderen Bags aus der Serie, aus diesem super robusten Cordura Nylon Material, was sehr, sehr abriebfest und auch ein bisschen wasserabweisend ist. Das heißt, nicht nur wegen der harten Schale, sondern auch wegen des abriebfesten Außenmaterials sind eure Rollen oder der Inhalt, den ihr da mitführt, perfekt geschützt. Wie alle Taschen aus der Serie öffnet auch die Rollentasche hier mit so einem ziemlich leichtgängigen YKK-Zipper. Also auch hier super robust, gut verarbeitet. Wenn wir den Deckel hier öffnen, finden wir einmal im Deckel direkt im Inneren so ein Reißverschluss-Zipfach. Da packen wir dann unsere Kleinteile rein. Zum Beispiel Werkzeug, Tippet-Material, vielleicht eine Angellizenz. Im Hauptfach haben wir wieder so eine Einteilung mit Trennelementen, die wir rausnehmen können. Das heißt, wir können uns das eigentlich so einteilen, wie wir möchten. Out of the box kommt das mit 6 Fächern, wo jeweils ungefähr 2 Rollen reinpassen. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie groß die sind, aber theoretisch kannst du hier bis zu 12 Fliegenrollen reinpacken oder eben Ersatzspulen. Ich habe mir das jetzt ein bisschen anders aufgeteilt. Ich habe hier ein paar Fliegenboxen drin, ein paar Ersatzschnüre, ein bisschen Nymphmaterial, so wie ich das jetzt zum Forellenfischen mitnehme. Ich kann aber auch einfach das Trennelement rausnehmen, mache mir aus den 2 kleineren Fächern ein großes Fach und packe hier meine Kamera rein. Das heißt, ich kann auch einfach meine Elektronik, meine Kamera, was ihr sonst mitnehmen wollt, hier sicher verstauen, entweder wenn ihr auf Flugreisen seid und das Ganze als Carry-on im Handgepäck mitnehmen möchtet oder einfach am Wasser. Ne? Das heißt, der Name Rollentasche ist hier vielleicht ein bisschen irreführend, weil eigentlich ist es eine ziemlich praktische Gearbag. Alle eure Rollen, aber halt auch Fliegendosen, Ersatzspulen, Schnüre, Schussköpfe, vielleicht auch eine ganze Schusskopftasche, könnt ihr alles hier reinpacken und habt das immer ziemlich kompakt verstaut, beispielsweise im Auto oder direkt am Wasser. Ich persönlich habe eigentlich so eine Rollentasche immer mit am Lachsfluss. Da kann ich eine Ersatzspule reintun oder eine Ersatzrolle, das heißt, ich kann sehr schnell wechseln oder eben meine ganzen Lachsfliegen, Schusskopftaschen, die ganzen Tipps und sowas finden auch halt hier direkt Platz und ihr müsst nicht die ganze Zeit ewig in irgendwelchen anderen Taschen kramen. Ich habe es eigentlich immer kompakt hier in der einen Tasche und vor allen Dingen natürlich durch dieses Hardshell innen drin und dem Cordura-Material on top ist es eigentlich super geschützt die ganze Zeit. Das Ganze zugepackt ist sehr kompakt, passt also nicht nur in deinen Teckelschrank oder ins Auto oder ins Boot, sondern für den Transport könnt ihr euch das einfach umhängen, könnt das neben einem Rucksack oder halt, wie gesagt, wenn ihr euch noch so eine komplette Routentasche geschultert habt, einfach mitnehmen und damit an den Pool gehen oder eben auf einer Flugreise einfach mitführen als Handgepäck. Wenn ihr das Ganze nicht schultern wollt, sondern einfach nur im Schrank lagern möchtet, um ein bisschen für Organisation zu sorgen, könnt ihr euch diesen Gurt auch ganz einfach abmachen. Den könnt ihr euch dann beiseite packen oder in der Tasche irgendwo verstauen und das Ganze ist eben noch kompakter. Also für mich ist so eine Rollentasche bzw. so ein Gearbag hier wie das GTS von Sims ein absolutes Essential, wenn es darum geht, das Equipment zu organisieren. Nicht nur im Auto, sondern eben auch auf Reisen am Lachsfluss oder eben zu Hause, wenn ihr einfach für ein bisschen Ordnung sorgen wollt. Und es ist für mich die absolut perfekte Ergänzung mit diesen Routentaschen von Sims. Also, wenn ihr euer Equipment nicht nur smart, sondern auch gut geschützt organisieren möchtet, dann kann ich euch diese Taschen von Sims und besonders dieses Gearbag ganz besonders empfehlen.